Dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel an diesem Samstag gegen Holstein Kiel. 13 Uhr geht's los, 11 Uhr öffnet das Stadion. Tageskasse wird es nicht mehr im Heimbereich geben, da wir jetzt seit heute Morgen ausverkauft sind. Wir erwarten ähnlich wie in den Vorwochen noch mal etwas mehr als 8.000 Zuschauer, davon rund 500 Gäste aus Kiel. Ansonsten ist noch zu erwähnen, dass wir den Aktionsspieltag in den ersten beiden Ligen haben. Together, Step 8, Be a Team. Ist eine Botschaft, die wir gerne mit nach außen tragen. Es geht um ein Zeichen gegen Rassismus, Ausgrenzung, für Vielfalt. Und es wäre natürlich auch schön, wenn ihr das mit nach außen tragt. Würden wir uns freuen, würden sich, glaube ich, alle freuen. Ansonsten wird natürlich auch Fußball gespielt. Deswegen sind wir jetzt heute hier. Horst, ja, mit dem Sieg in Fürth im Rücken ist wahrscheinlich die Stimmung ganz gut gewesen. Wie hast du die Woche wahrgenommen? Ja, die Stimmung ist natürlich nach dem Sieg gut gewesen. Es ist klar, 4-1 in Fürth zu gewinnen war für uns schon gut und dementsprechend ist die Stimmung auch in Ordnung. Also ansonsten sind wir konzentriert. Also für mich ist das dann immer relativ schnell abgehakt und da wir bisher erst ein Training hatten, kann ich noch nicht ganz viel sagen, ob das noch eine euphorische Stimmung ist, aber gestern war es relativ konzentriert im Training und davon gehe ich auch aus, dass wir so jetzt Kiel angehen werden und das letzte Spiel eben auch da abzuhaken ist, genauso wie wir es nach Wien gemacht haben. Da ist ein Haken dran zu machen und freuen uns über drei weitere Punkte, aber jetzt steht eben Kiel an und das ist eine gute Aufgabe. Das ist definitiv so. Kiel war jetzt, sag ich mal, bis auf wenige kleine Ausnahmen sehr konstant unterwegs, hat sich da oben so ein bisschen festgesetzt jetzt. Wie hast du den Gegner über die Saison wahrgenommen und wie nimmst du sie auch aktuell gerade wahr? Ja, es war schon das Hinspiel relativ kompliziert, indem wir nochmal wieder ins Spiel kamen und 1-1 machen konnten und sogar am Schluss eine Chance hatten zum 2-1, aber wir hätten auch schon zur Halbzeit deutlich zurückliegen können. Das hat sich nochmal weiter intensiviert. Wir können einen Plan, Matchplan gar nicht so gut erstellen, weil der Gegnertrainer auch immer einen Matchplan sehr speziell auf den nächsten Gegner ausrichtet und dementsprechend verschiedenste Systeme schon gewählt hat, verschiedenste Aufstellungen gewählt hat. Und was gleich bleibt, ist halt die hohe Intensität und das Pressing und Gegenpressing, eine hohe Laufbereitschaft eben auch, ähnlich wie wir, plus immer wieder tief und Zwischenraum zu spielen. Also es wird unseren Jungs sicherlich was abverlangen, dass wir da sehr genau arbeiten müssen, weil der Gegner sehr schnell Anpassungen macht und wieder neue Räume bespielt, die wir dann wieder schließen müssen. Insofern richte ich mich auf ein Spiel ein, wo wir sehr aufmerksam sein müssen, auch draußen, um die richtigen Coaching-Punkte da zu finden. Ja, es ist nicht umsonst so, dass sie so viele Punkte haben und so gut spielen. Sie haben sich das verdient aufgrund ihrer Leistung und des Personals auch. Du hast jetzt gerade schon gesagt, so viel trainiert habt ihr jetzt noch nicht diese Woche. Gibt es schon personell etwas, was du sagen kannst oder sagen möchtest? Beides nicht. Also es ist so, dass wir weiterhin ein Gefühl haben, wir dürften auch die Länderspielpause nutzen, um dann wieder mehr Spieler an Bord zu haben. Dankeschön. Für eure Fragen haben wir ein Mikro bereit. Ja, personell muss ich dann doch nochmal nachfragen. Maurice Neubauer, Carlo Sickinger, sind die im Training? Schon wieder? Ich äußere mich dazu nicht. Wohin führt das noch mit den Nicht-Mehr-Äußerungen, wenn man irgendwie nach dem Personal fragt und bekommt keine Antwort? Ja, es ist halt so, dass es jetzt gerade die Phase ist, wo ich denke, das muss jetzt nicht jeder wissen, wer jetzt wiederkommt, wer jetzt wahrscheinlich dann in der Anfangself steht. Wir müssen jetzt nicht ganz viel Vorlagen geben. Letzte Woche hat das Alexander Zorniger noch ein Stück weiter gemacht, dass er gesagt hat, Green spielt nicht und er hat doch gespielt und sie haben es 4-1 verloren. Vielleicht sollte man doch transparenter umgehen mit dem Personal. Ja, habe ich ja 5 Jahre gemacht. Jetzt haben wir ein paar Wochen, wo ich das nicht mache. Aber es hat 5 Jahre geklappt. Auch jetzt hat es geklappt, finde ich. Das letzte Wochenende war jetzt nicht ganz verkehrt. Unabhängig von der Taktik, wie Kiel hier auftreten wird, welche Spieler sind immer dabei und was ist zu erwarten, wie die spielen? Ja, das ist nicht ganz leicht zu sagen, welche Spieler immer dabei sind, weil es wirklich unterschiedliche Aufstellungen gibt. Ne? Da ist mal der Kapitän sogar draußen gewesen. Deshalb, ja, ich bin gespannt, was für eine Aufstellung kommt. Also das Dreikette ist mal anders aufgestellt, dann spielen sie im Mittelfeld mal anders. Ich weiß nicht, welche Ideen der Kollege da hat für unser Spiel. Und danach, glaube ich, richtet sich auch mal die Aufstellung. Und ja, dementsprechend werde ich gespannt auf die Aufstellung warten und gucken, was der Kollege da für ein Personal aufstellt und dann
entsprechend Vermutungen anstellen und dann sehen mit Anpfiff oder im Laufe des Spiels, was der Kollege vorhat. Letzte Woche war das ja, was die Aufstellung angeht, sehr ungewöhnlich, wie sie haben spielen lassen. Und es hat alles funktioniert. So funktioniert, dass man sagen muss, man müsste vielleicht nochmal so spielen, aber dann müssten eventuell Spieler, die zurückkommen, draußen bleiben. Oder sind Sie der Meinung, dass jetzt gerade durch die 2 Wochen Pause, wenn jemand irgendwas Kleines hat, dann bitte draußen bleiben, auskurieren? Nee, also ich glaube, wir haben schon Bedarf. Also die Situation ist schon so, dass ich sage, wenn jemand trainieren kann, dann wird er wahrscheinlich auch im Kader stehen. Und dementsprechend kann ich den Jungs dann nicht ganz viel Zeit geben, weil wir einfach da auch Personal brauchen und Spieler brauchen. Und ja, natürlich ist es eine Überlegung zu sagen, so, wir machen dasselbe nochmal. Der Gegner ist halt ein anderer und der Spielverlauf wird möglicherweise auch anders sein. Und wir werden da auch schon wieder eine Formation finden, wo ich sage, da kommen die Spieler aufs Feld, wo ich das Gefühl habe, die können das Spiel wirklich gut spielen und eben auch Punkte für uns ergattern und vielleicht auch einen Dreier hier erspielen. Und das ist das Ziel für das Wochenende. 3 Aspekte zur Aufstellung von Elversberg für Kiel. Hugo van der Meersch, Wahnsinnsspiel gemacht auf der linken Seite. Wenn Maurice Neubauer kommt, wie reagiert man da, wenn der so stark gespielt hat? Manuel Feil und Robin Fellhauer waren wieder das Duo mit sensationellen Pässen, wo sonst kein Duo spielen kann. Wenn man Hugo rüberzieht, holt man die auseinander und ganz vorne mit Paul Stock 3 Tore, eine Vorbereitung. Wenn Janik Gorrell zurückkommt, muss der vielleicht nochmal raus. Also, mir wäre es lieb, wenn ich diese Probleme oder diese Aufgabe bekomme, dass ich sage, okay, ein Guter muss raus. Ja, das hatten wir aber schon seit Saisonbeginn und sogar mehr Gute waren manchmal noch nicht im Kader. Und das ist dann eher für die Guten, die hinten dran sind, unverständlich, weil sie das Gefühl haben, sie sind nah dran. Jetzt können sie sehen, dass sie nah dran sind und die meisten auch ihre Spielzeit jetzt bekommen aufgrund der Ausfälle. Insofern hat es einen Aspekt, dass wir da enger zusammenrücken. Und mir ist es zwar lieber, dass wir diese Aufgabe haben, gute Jungs auf die Bank zu setzen und das zu moderieren. Im Moment ist es so, dass ich das Gefühl habe, wir haben eine gute Mannschaft, die am Start ist und dann eben noch ein paar Jungs, die reinkommen können, die das Spiel beleben können. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass Dominik Martinovic eben auch jetzt sein Tor gemacht hat und das eben sich auch erarbeitet hat in den letzten Wochen, wo klar war, okay, das sieht im Training danach aus, dass er bald für uns auch ein Tor machen kann. Und das hat er sich erarbeitet, auch wenn es nur ein paar Minuten waren, in denen er gespielt hat, hat er die paar Minuten eben auch genutzt. Je nachdem, wie die Konstellation jetzt ist in den nächsten Wochen, könnte das relativ schnell schon durch sein, dass der Klassenerhalt auch rechnerisch geschafft ist. Was passiert dann? Gibt es dann irgendwann, okay, wir gucken mal nach oben? Ich bin soweit nicht. Klar kann ich rechnen. Habe auch gesehen, dass es mal eine Konstellation gab, dass du mit 41 Punkten eben doch Relegation spielen musstest. Insofern arbeite ich daran mit den Jungs, dass wir da das nächste Spiel annehmen und am liebsten eben auch wieder 3 Punkte dazu bekommen. Und ja, das Rechnen weit in die Zukunft haben wir wirklich nicht oft gemacht und macht auch keinen wirklichen Sinn. Und jedes Mal, wenn ich die Tendenz mal hatte, das doch zu tun, kam es anders. Insofern lassen wir das einfach und bereiten uns auf Kiel für. Und das ist dann halt schon, was uns richtig einnimmt. Also das ist schon eine riesen Aufgabe, Kiel zu bespielen. Und dementsprechend ist der Fokus auf den Dingen, die wir da tun können. Und wie gesagt, wie wir es am Ende angehen, wer wieder zurückkommt, das werden wir dann bis Samstag sehen. Ich habe eine Frage zum Personal, aber anderer Natur. Ihr habt jetzt Paul Stock, der 3 Tore gemacht hat, der aus der Regionalliga kam. Viele Spieler sind von der Regionalliga mit hochgegangen in die zweite Liga. Wie schaffen Sie es, aus Spielern, die ja irgendwie in der Regionalliga unterwegs waren, Zweitligaspieler zu machen oder über die Jahre vielleicht auch? Bei Paul Stock war es ja offenbar 3 Monate gefühlt oder so. Oder gibt es so viele Spieler in der Regionalliga, die man da hochholen könnte in der zweiten Liga, oder wie ist das? Ja, ich weiß es nicht. Letztendlich kann ich nur das rausholen, was drinsteckt. Also ich bin nicht derjenige, der die Spieler zu denen gemacht hat. Ein Stück weit habe ich denen geholfen, dass sie ihr Potenzial eben ausschöpfen in der Gemeinschaft, die Spieler untereinander eben haben. Glaube ich, lässt sich das viel einfacher entwickeln. Und mit der Art und Weise, hier zu arbeiten, im Trainerteam zu arbeiten, mit den Jungs,
haben sie mehr Mut und haben vielleicht größeres Vertrauen, auch Fehler machen zu dürfen und sich entwickeln zu dürfen, als anderswo, wo vielleicht ein bisschen mehr Druck aufgebaut wird. Ich weiß es nicht, ich kann das schwer vergleichen. Ich freue mich über jeden, der eine Entwicklung nimmt. Es gibt aber auch Spieler, die eine Entwicklung nicht mitgehen konnten. Das ist auch passiert. Da ist eben für mich dann auch die Grenze, dass ich sage, okay, du hast ein paar hast du erreicht, die gewaltige Schritte gemacht haben, aber ein paar auch nicht. Und das ist auch normal. Insofern will ich damit betonen, dass natürlich eine Arbeit von mir und dem Trainerteam dazugehört, aber eben auch das Potenzial der Spieler da sein muss und ein Talent so groß sein muss, dass wir das entwickeln können. Und möglicherweise gibt es viele Regionalligaspieler, die auch Zweitliga spielen könnten, ja, die einfach einen richtigen Verein brauchen, einen Trainer, einen Mentor im Hintergrund, der das fördert, und auf einmal sind sie Zweitligaspieler. Und das ist bei vielen Jungs jetzt passiert, dass sie unseren Weg mitgehen konnten und dann eben sich getraut haben, richtig das abzurufen, was sie können. Und wir sehen, dass sie Zweitliga-Format haben und mithalten können. Bei Paul Stock war es ja so, dass er am Anfang so ein bisschen gestruggelt hat mit dem Torerzielen. Da erinnere ich mich an ein paar Szenen, die ein bisschen unglücklich einfach liefen für ihn persönlich. Das hat er jetzt offenbar ja auch noch abgelegt. Also eiskalt war das relativ am letzten Spieltag, würde ich sagen. Wie groß ist sein Potenzial noch? Ja, ich glaube auch, dass es seine erste Zweitliga-Saison ist, dass da eben noch was drinsteckt, was er verbessern kann. Also ein paar Themen haben wir ihm schon an die Hand gegeben, wo wir das Gefühl haben, okay, da könnte er noch hinkommen. Und das ist eben auch unsere Aufgabe, dass wir natürlich sehr zufrieden sind mit seiner Leistung. Bisher ist klar. Und trotzdem gibt es immer wieder bei guten Jungs das Gefühl, da können wir noch was rausholen, da können wir noch sein Potenzial eben in den Vordergrund stellen und sagen, da musst du noch hinkommen. Und das ist bei Paul genauso wie bei einigen anderen auch. Manchmal ist es ein Pass, manchmal ist es ein Dribbling. Beim Abschluss, glaube ich, haben wir eine ganz gute Quote bei ihm. Auch in der Hinserie war es ja so, dass er an vielen Toren beteiligt war, in der Vorbereitung schon oder eben selbst im Abschluss. Da ist er schon sehr stark und da gibt es eben Themen, wo ich sage, da können wir ihn noch verbessern. Braucht es jetzt in dieser Phase vielleicht auch mal so überraschende Dreierpacks, um diese Siege einzufahren? Weil Sie haben es schon angesprochen, die Personalsituation ist vielleicht nicht ganz so einfach. Ja, ich glaube, wir haben es immer wieder geschafft, überraschende Siege einzufahren. Ja, das gerade auswärts haben wir häufig Punkte geholt, wo wir das Gefühl hatten, okay, das wird eine schwere Aufgabe. Da haben wir schon wirklich unsere Punkte gesammelt. Und wenn wir diese überraschenden Erfolge nicht gehabt hätten, hätten wir eine Tabellenkonstellation, die für uns ein bisschen unruhiger wäre. Ja, es ist weiterhin so, dass wir aufmerksam sind, dass wir wirklich auch gut sein wollen. Wir wollen wirklich ein gutes Spiel immer wieder anbieten. Und wenn das mal nicht gelingt, so wie gegen Wien, da sind wir alle unglücklich. Und vielleicht hat eben dieses 3-0 auch dafür gesorgt, dass wir wirklich sehr konzentriert in das Spiel gegen Fürth gegangen sind. Und umgekehrt darf das 4-1 eben nicht dazu führen, dass wir jetzt ein bisschen lässiger gegen Kiel auftreten werden. Das wird garantiert bestraft, zumal der Gegner eben nochmal eine andere Hausnummer ist, als an dem Spieltag eben Fürth. Da erwarte ich nochmal einen anderen Gegner, der uns nochmal mehr abverlangt, wo wir richtig genau und gut arbeiten müssen und dann eben auch ein paar glückliche Momente brauchen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen und zu gewinnen. Hatten Sie, also jetzt können wir ja fast schon so langsam auf die Saison auch manchmal ein bisschen zurückblicken, hatten Sie Kiel so stark vorher auf der Rechnung, wie Sie jetzt sich präsentieren oder diese Saison bisher gespielt haben? Nein, hatte ich nicht. Für mich war natürlich auch die zweite Liga relativ Neuland, sodass ich nicht alle Mannschaften kannte, nicht die Trainerarbeit kannte. Das ist jetzt besser geworden. Zu Saisonbeginn hatte ich Kiel da nicht auf dem Schirm. Da waren sicherlich diese etablierten Clubs eher im Vordergrund, dass ich gesagt habe, so Düsseldorf, Hannover, Schalke, HSV, die werden wahrscheinlich irgendwie alle oben landen. St. Pauli war dann auch noch nicht ganz so hoch bei mir im Kurs. Jetzt durch die Arbeit in der zweiten Liga merke ich, okay, das sind wahrscheinlich auch die Mannschaften, die zu Recht da oben stehen, gerade St. Pauli und Kiel sind sehr konstant in ihren Leistungen. Alle anderen dahinter sind gut mit Schwankungen und dann hast du ein breites Mittelfeld, was aber auch in Abstiegsgefahr geraten kann. Ja, Karlsruhe war, glaube ich, zur Winterpause hinter uns und die haben zwischenzeitlich wieder dran gerochen und wollen oben angreifen. So eng ist diese Liga und deshalb bin ich froh, wenn wir überraschende Ergebnisse erzielen für uns und positiv Schlagzeilen machen und das wollen wir weiterhin. Ich wollte noch mal kurz zu Kiel kommen. Wo sind denn Ihre Stärken und wenn Sie es verraten wollen, vielleicht auch die Schwächen, die ihr bearbeiten wollt? Ja, die haben
Eine hohe Laufleistung, immer wieder unterschiedliche Positionierungen, wie sie Angriffe vorbereiten, schaffen da mal Überzahl, sind sehr ballsicher und ein Gefühl für Räume haben sie zu den Ideen, dass sie Tiefe belaufen, aber auch Zwischenraum spielen können und danach eben wieder in die Tiefe kommen. Also eine Laufstärke, eine Intensität, ähnlich wie wir das, wie gesagt, auch pflegen und wollen, sodass viele Komponenten zusammenkommen, diese Variabilität der Spieler, dass sie mal eben in eine Dreierkette gehen können, dann aber auch wieder einen Viereraufbau machen, dass es mal ein Sechser gibt, mal zwei Sechser und. Also immer wieder sehen sie, wo ist der Raum und sind dadurch anspielbar und anbieten freilaufen. In der Form, wie die das machen, habe ich jetzt auch nicht so oft gesehen, dass sie ständig unterwegs sind auf der Suche, wo kann ich mich wirklich freimachen fürs Anspiel. Das ist gut und zeigt, dass sie eben einen Plan nach vorne haben, genauso wie ein Defensivplan, der mit hoher Intensität ausgeführt wird. Also wie gesagt, die Punkte, die sie haben und der Platz 2 ist, glaube ich, kein Zufall. Meine letzte Frage noch zu Ihnen und der Mannschaft schließt den Kreis dann zur Anfangsfrage. Die Mannschaft, wie spricht die Sie an? Dürfen die Spieler Horst sagen oder müssen sie Herr Steffen sagen? Oder wie ist die Zwischenkommunikation in der Mannschaft? Es ist mittlerweile unterschiedlich. Zu Beginn habe ich gesagt, ich bin Trainer und Sie. Das hat sich mittlerweile aufgeweicht. Die neue Generation sagt eher Du. Und ist für mich auch völlig in Ordnung. Aber Horst sagt so gut wie keiner. Irgendjemand hat mal am Telefon heute zu mir gesagt, habe ich gesagt, Du, das ist jetzt auch zu nah. Das braucht es nicht. Dementsprechend gab es da mal eine Korrektur. Aber mir ist es relativ egal, wie die Jungs mich ansprechen. Und Kommunikation findet dazwischen statt und Respekt habe ich nicht mehr, wenn die Sie zu mir sagen. Es geht immer wieder um die Dinge, die wir untereinander austauschen und ich glaube, da darf ein Du und Trainer auch sein. Dicker oder Bruder hat noch keiner gesagt? Nee, das würde ich auch nicht zulassen, muss ich sagen. Dann war es das mit den Rückfragen. Ich bedanke mich bei euch fürs Kommen. Wir sehen uns dann am Samstag in der Ursa Farm Arena wieder. Dankeschön.